Partie gegen Türkspor hätte ja letzte Woche stattfinden sollen, wurde verlegt aufgrund Probleme mit der Spielstätte. Die gibt es heute nicht. Hier ist alles bestens und die Schalker beginnen in Blau von links nach rechts. Oberhausen trägt heute grün in die andere Richtung. Oberhausen trägt sehr hoch vom Anstoßpunkt weg. 8 Leute, schon 30 Meter vom Tor, der Ball kommt in den Rückraum und das ist der freie Abschluss! Und das ist das 1:0 nach nicht mal 40 Sekunden. Wer hat das Tor gemacht? Rot-Weiß Oberhausen verliert hier keine Zeit und Tarsis Bonga ist es, der die Gäste mit dem ersten Abschluss sofort in Führung bringt. Der ideale Beginn für RWO und seine mitgereisten Fans. Dann die Schalker, die erste Minute komplett verpennt. Aber die Mentalität, die offensive Willenskraft, so ein bisschen auch die Stärke, die die Mannschaft von Sebastian Gunkel aktuell auszeichnet. Ball kommt wieder zum Abschluss und wieder wird es gefährlich. Da ist er wieder am Ball, der Torschütze zum 1:0. Schaufelt den Ball rein und der Kopfball von Paris entschärft. Jetzt mal hier eine Variante. Und die zündet auch erstmal. Die zündet gar nicht schlecht. Und die zündet richtig gut. Der erste Eckball bringt den Ausgleichstreffer für Schalke 04. Und das ging alles zu leicht. Die Situation wirklich, ehrlicherweise, sauschlecht verteidigt. Und dann ist es noch ein bisschen Pech für Kevin Kratsch. Aber der Fehler passiert natürlich beim ausgeführten Eckball. Dann korrigieren wir das nochmal. Das Dribbling kam, glaube ich, von Berkay Karasa. Der Torschütze war natürlich... Die Hülle. Und vielleicht kann Schalke nochmal nachlegen. Zweiter Abschluss. Und jetzt pushen sich die Jungs auch gegenseitig ein bisschen. Stattdessen schenken die den Ball her. Bonga in den Strafraum. Der Abschluss. An die Latte. Da muss Paris eingreifen. Bringt den Ball aber noch um den Pfosten. Nochmal Bonga mit. Und der verlagert auf links außen. Hier. Geht ins Dribbling, findet Bonga. Bonga, Abschluss! Und... da hätte es fast schon wieder geklingelt. Lief es zu Hause gegen RWO. Alles andere als rund. Kissi nimmt mal den Abschluss. Und wieder zappelt das Gebälk. Gute Seitenverlagerung. Estonkor kriegt den Ball. Hat Platz, verdribbelt sich fast. Wieder Donko. 2:1, Rot-Weiß Oberhausen. Einmal ein bisschen zu viel Platz gelassen und diesmal ist der Abschluss präziser. Hier hat er noch ein bisschen Glück, dann ist die Verteidigung aber zu zaghaft. Und dann ist der Ball, glaube ich, sogar noch abgefälscht von Kapitän Tim Albutat. Aber da kann Julius Paris nichts machen.
Und RWO stellt den alten Abstand wieder her. Wieder leichter Fehlpass und RWO mit Raum und Spielern. Ball kommt auf den zweiten Pfosten. Donkor! Da war auch ein bisschen mehr drin. Natürlich haben die Schalker auch gute Offensivspieler, auch wenn sie die aktuell nicht so häufig einsetzen. Guter Ball in den Lauf. Wieder Donkor. Bringt den in den Strafraum. Jetzt häufen sich die Chancen. Ballgewinn Jumbo. Vorteil laufen gelassen. Wieder Donkor auf rechts. Macht den Haken. Nimmt es mit links. Wieder an die Latte. Und das dürfte es dann langsam gewesen sein. Ein langer Ball noch. Abseits verdächtig. Es ist in jedem Fall der letzte Ball, denn Jona Besong pfeift die Partie ab und RWO nimmt 3 Punkte aus dieser sehr, sehr intensiven Partie mit.